Ob der Dauerregen auch über das Pfingstwochenende anhält, verrät uns im Anschluss der Sendung Erhard Berger. In Meran steigt morgen die Veranstaltung der Schützen IEZ, was auf gut Südtirolerisch für jetzt steht. Bei einem Volksfest mit Würsteln und Folklore soll über Freiheit und Unabhängigkeit nachgedacht werden. Sprachminderheiten aus ganz Europa stellen sich vor. Einige deutschsprachige Parteien Südtirols erläutern ihre Zukunftsvisionen und gehen wohl auch im patriotischen Becken auf Stimmenfang. Waren es bislang Aufmärsche im Gleichschritt, mit denen die Schützen auf ihr Anliegen aufmerksam machten, ist es jetzt eine für alle offene Veranstaltung. Die Sache ist groß aufgezogen. IEZ für mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Mit Videos und im Internet wirbt der Südtiroler Schützenbund für das Volksfest. Geladen sind auch Volksgruppen aus anderen Teilen Europas. Und gerade deshalb ist es auch schön, dass viele Völker Europas da vertreten sein werden, die ja alle unterschiedliche Ansichten haben und auch aus den unterschiedlichsten politischen Lagern kommen. Und da kann man wirklich hingehen und sagen, okay, die Schotten haben es so gemacht mit dieser Geschichte, wollen in diese Richtung gehen. Die Katalanen haben eine andere Geschichte, haben ganz andere Vorstellungen zum Beispiel wie die Schotten. Und ich glaube, da müssen wir Südtiroler uns eigentlich unsere Lösung, die für unser Land gut geht, herausholen. Auch in Südtirol sind die Vorstellungen verschieden. Sie reichen vom italienischen Nationalismus bis zum Los von Rom. Die Parteien können morgen ihre Zukunftsvisionen vorstellen. Ich finde es schön, dass die Schützen auch den Parteien die Möglichkeit bieten, einen Raum, einen Platz bieten, dass man sich mit der Unabhängigkeit auseinandersetzen kann. Wir wissen ja, dass wir in verschiedenen Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Wir werden morgen natürlich für unser Projekt, für unsere Vision des Freistaates propagieren. Wir haben in 4 Sprachen Flugzettel vorbereitet. Die Freiheitskämpferin Eva Klotz will morgen Stimmung für das Selbstbestimmungsrecht machen. Dass der Tag in Meran auch die Möglichkeit zum Wahlkampf für die anstehenden Landtagswahlen bietet, findet sie nicht unanständig. Das ist legitim in der Demokratie, dass man die eigenen Ideen vermittelt. Und warum soll das nicht auch im Blickfeld sein? Natürlich geht es darum zu zeigen, wohin will man, was soll Südtirol morgen tun, was stellt man sich für das eigene Land dar. Auch die Südtiroler Volkspartei nimmt die Gelegenheit wahr, Flagge zu zeigen. Für die SVP heißt mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit Vollautonomie. Sie präsentiert damit das Minimalangebot im Vergleich zu Freistaat und Selbstbestimmung. Wenn wir der Meinung wären, dass es umsetzbar ist, dass es in Verantwortung dieser Weg gegangen werden könnte, dann wären wir natürlich auch für das eine oder das andere mehr. Das ist ganz selbstverständlich. Aber wir haben die Verantwortung, jenen Weg zu weisen, jenen Weg zu gehen, von dem wir überzeugt sind, dass er gangbar ist, dass er Chancen hat in der Umsetzung und dass er nicht so viele Risiken bietet, die leider von den anderen Konzepten oft viel zu wenig aufgezeigt werden. Die italienischen Parteien haben das Angebot der Schützen, ihre politischen Ideen zu präsentieren, nicht genutzt. Sie rechnen in Meran morgen wahrscheinlich auch mit wenig Wählerpotenzial.